Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Production Line. Die lang erwartete Folge eigentlich. Ich meine, ich kann jetzt nicht lesen, welche Alpha das wir uns befinden. Ich glaube, das ist die 1.14, also die Alpha 1.14. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht schlau gemacht, was in den letzten drei Updates eigentlich gekommen ist. Bis auf, ich weiß, dass der eine Bug, den wo wir hatten mit den Stockpiles, also mit den Lagerungen, der ist verschwunden. Wir werden ein neues Spiel beginnen. Wir werden eine mediumgroße, ja, medium sollte reichen. Eine mediumgroße Factory spielen, also ein mediumgroßes Werk. Und jetzt schauen wir uns im Endeffekt erstmal den ganzen Spaß an. Hier machen wir mal auf Pause. Es wurde eine Uhr hinzugefügt. Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Hier wurde... Ja, Import, Export, was es Geld kostet. Das, glaube ich, ist neu. Das hier wurde auch nochmal überarbeitet, glaube ich. Ah ja, und... Ja, das wissen wir ja schon. Was haben wir denn noch? Es gibt jetzt hier einen neuen Car Stock bzw. Sales Reiter. Dann können wir uns nochmal die Car Designs anschauen. Das hier sind Car Designs. Bim, 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 bim. Achievements. Oh, Achievements. Die sind neu. Die werden wir uns anschauen, sobald eins aufploppt, würde ich mal sagen. Was haben wir denn noch? Hier habe ich jetzt aktuell... Sehe ich jetzt halt hier nicht. Ach, wir haben einen Demolish, aber das war davor auch schon. Demolish, Research. Ah, es gibt ein neues Research Center. Schauen wir mal in die Forschung rein. Okay. Also, hier gibt es definitiv was Neues. Ich glaube, der Windscreen Manufaktur ist neu. Schauen wir weiter nach unten. Das hier ist neu. Das war auch noch nicht da. Was haben wir denn hier noch alles? Das war schon da. Power Plant Efficiency ist auch nichts Neues. Die Kosten für die Erforschung ist definitiv neu erhöht. Oh. Aircon Manufactory. Das hier auch. Ja, doch, die ist auch neu. Performance, Aluminium und Spoiler. Spoiler sind auch neu. Jetzt würde mich nur interessieren, wo das Marketing ist. Theoretisch sollte das bei Improved Efficiency... Nein. Ah, vielleicht bei, ja, vielleicht ist es einfach nur die... High Output Power Plant ist, glaube ich, auch neu. Na, vielleicht ist es einfach nur schon die Auswahlmöglichkeit und kommt dann mit der nächsten Version. Und ich würde sagen, wir starten jetzt halt einfach mal. Canon tut es ja eigentlich schon. Genau, das kommt hier hin. Der Quality Check. Fit Electronics. Das hat jetzt halt auch einen Stockpile. Das hat jetzt halt auch eine Lagerstätte. Fit Accessoires. Engine. Paint. Body und Chassis Assembly. Perfekt. Was braucht man denn alles noch? Dann haben wir noch hier den Ressourcenimport. Okay.
Dann würde ich sagen, lassen wir doch den ganzen Spaß mal laufen. Wir sollten dann halt auch gleich mit dem Erforschen beginnen. Und zwar, mit was fangen wir denn an? Mit was fangen wir denn an? Ich würde sagen, mit den ganzen Standardsachen einfach mal. Gut, also die Serie werde ich jetzt halt definitiv mal bis zum Schluss durchziehen. Natürlich gekürzt. Denke ich. Also es werden eher so 10 bis 15 Minuten Folgen werden, keine halbstündigen Folgen. Ich werde euch immer dazu holen, wenn ich was Neues entdecke. Oder wenn irgendwas neu ist. Jetzt warten wir nochmal, bis das erste... Jetzt warten wir mal, bis das erste Fahrzeug fertig ist. Dann können wir uns auch den Stockpile und den ganzen Spaß hier oben mal angucken. Na, jetzt mach doch mal fertig. Oh, High Efficiency Achievement Unlocked. Okay, ein großer Batzen unserer Werkskosten sind die Installation von alten Maschinen. Versuche, dass sie permanent arbeiten. Ist mehr oder weniger die Definition für Effizienz. So, herzlichen Glückwunsch. Bei Erreichen von 50% Auslastung auf unserer Produktionslinie. Requirements. Genau, 50% Produktionsslots, Auslastung in einem einzelnen Moment. Also nicht permanent, sondern es muss einfach nur einmal die 50% erreicht werden. Sehr gut. Dankeschön. Perfekt. Annimmt Design. Wir nennen es 01. Und jetzt kann man hier im Endeffekt den Verkaufspreis bestimmen und eventuell das erhöhen oder verniedrigen, wie auch immer man das möchte. Ich kann jetzt sagen, okay, 50% sollen. Also ich kann das jetzt halt quasi genau anpassen. Gut. Dann sollte das im... Sollten wir das jetzt halt hier bald sehen können. Genau. Hier sind eben die verschiedenen Fahrzeugmodelle. Wenn da noch irgendwas dazu kommt, dann können wir das dann dort sehen, denke ich mal. Naja. Schaut jetzt so aus. Oh, geht auf jeden Fall raus. Kein Problem. Gut. Wenn ich alles erforscht habe, was ich erforschen möchte, hole ich euch wieder mit dazu. Also, bis gleich. Und willkommen zurück. Wir sind gerade fertig geworden mit allen Basics zum Erforschen. Dementsprechend können wir die nächst schnellere Variante unseres tollen Werkes hier bauen. Was mache ich denn als nächstes? Mal gucken. Ich würde ja am liebsten mal in die Richtung Entertainment gehen. Ich habe noch zwei Research-Labore mit dazu bekommen, dazu gekauft. Was nicht mit dazu gekommen ist, ist, also wir haben kein weiteres Achievement bekommen. Wenn wir uns die hier mal anschauen. Okay, wir müssen 100 Fahrzeuge bauen, 500 Fahrzeuge, 1000 Fahrzeuge.
100 Autos in 10 Stunden. 350 Autos in 20 Stunden und 1000 Autos in 50 Stunden. 1 Million Dollar müssen wir verdienen. Millionen? 500.000. Okay, 500.000 verdienen, das sollten wir auch hinbekommen. Okay, 50% Produktionseffizienz über die Zeit von 10 Stunden. Okay, ja, Autos verkaufen, die teurer sind als 35.000, und zwar insgesamt 1.000 Stück. Wie viel verkaufen wir unseres jetzt gerade? Oh. Oh, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erreicht. Insgesamt für 22.399 Dollar Geld. Okay. Dann schauen wir mal. Wir benötigen das hier. Dann brauchen wir einen Quality Check natürlich. Fit Electronics. Gut. Dann schauen wir mal. Also. Fangen wir doch mal mit dem Spaß hier an. Oh. 6,43 Sekunden. Ach nein, 6,43 Minuten. Okay. Das heißt, theoretisch brauchen wir schon mal zwei von denen. Das ist mir dann wohl. Also 4 Sekunden. Wir peilen jetzt einmal irgendwas an. Also 4 Sekunden sollte so. Nein, wir müssen schon diese 6 Sekunden hier nehmen. Das hilft nicht. 20 Minuten und 25 Sekunden. Okay, dann werden wir definitiv zwei von diesen hier haben müssen. Hier brauchen wir dann bloß 4 Minuten dazu. Und hier brauchen wir 6 Minuten, also das passt dann auch wieder. So, das mit den Minuten ist jetzt etwas seltsam, wenn ich ehrlich bin. Entertainment. Na, wo ist es denn? Conveyor. Perfekt. Dann hätten wir den Spaß auf jeden Fall schon mal. Gut. Paint. Das hier benötigt 3 Minuten. Dann brauchen wir zwei von denen hier. Paint Finish hat auch wieder 4 Minuten. Und hier brauchen wir, ja, eigentlich fast sogar 3 Stück davon. Naja, da reichen uns 2. Ich meine, 10 Minuten ist jetzt also unsere angepeilte. Unsere angepeilte Zeit. Dann haben wir als nächstes Fit Engine. 7 Minuten. 3 Minuten. Was haben wir jetzt hier für einen Auspuff? Auch 3 Minuten. Wieder ein 6-minütiger. Den können wir hier hinsetzen. Ja, ich finde schon, dass sich's irgendwo ein bisschen verändert hat. So, machen wir den Import dabei mal schnell. Jetzt haben wir noch 300.000 Geld übrig.
Ja, ich meine, die sind echt teuer. Also die sind echt richtig teuer. Was war jetzt das Letzte? Da müssen wir das jetzt noch machen. 7 Minuten. Ja, wir werden das dann halt einfach wir werden das dann halt einfach über versuchen, über die extra Roboterarme zu regeln. Fit Accessoires. Licht. Okay, 3 Minuten. Horn 3 Minuten. Horn 3 Minuten. Sitze 3 Minuten. Windscreen auch 3 Minuten. Okay, da fehlt jetzt das Aircon noch, aber das können wir halt jetzt einfach nicht machen dabei. Und Dashboard. Okay. Dann Fit Electric haben wir schon. Okay, wir sind gleich pleite. Oh oh. Wow. Das war jetzt echt mal richtig, richtig, richtig knapp. Okay. Oh. Jetzt steht halt die Forschung einfach mal still, solange bis wir die ersten Fahrzeuge produziert haben. Puh. Dann können wir hier ja schon mal das erste Upgrade kaufen, und zwar Income Music. Was kommt da jetzt hin? Ein Aerial, also eine Antenne. Boah. Kauft mal Fahrzeuge. Na toll. Oh. Oh. Da geht's immer ganz knapp zum Bankrott. Puh. 02. Haben wir hier mal die 45% voll. Ah, passt doch. So, dann schauen wir mal. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Ja. Ich baue alles nochmal auf. Und wenn wir genau an diesem Punkt wieder angekommen sind, hole ich euch wieder mit dazu. Und zwar in der nächsten Folge. Das war's dann für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch ein Like da. Und ich hoffe, ihr schaltet zu einer der nächsten Folgen ein. Bis dahin, mein Name ist Eracol. Ciao.